Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit offener Enttäuschung über die Ergebnisse des zweitägigen Arbeitsbesuches in Bonn und ihre Gespräche mit Bundeskanzler Kohl sind DDR-Ministerpräsident Modrow und seine Delegation nach Ostberlin zurückgekehrt. Modrow bedauerte vor allem die Absage an eine Soforthilfe. Zuspruch erhielt er dagegen von der Wirtschaft, die zu Investitionen bereit ist. Aus Bonn, Rolf-Dieter Krause. Die ohnehin gequälte Miene von DDR-Ministerpräsident Hans Modrow hellte sich auch heute nicht auf. Wie auch gemessen an seinen Zielen war er in Bonn keinen Schritt weitergekommen. Selten erlebte die Bundeshauptstadt so ungleiche Verhandlungspartner, auch bei den Gesprächen mit der bundesdeutschen Wirtschaft. Die machte erneut klar, dass sie ihr Geld in der DDR erst investieren wird, wenn dort Reformen stattgefunden haben. Da war es schon ein kleiner Trost, dass Bankenverbandschef Röller wenigstens die Zahlungsfähigkeit der DDR nicht anzweifelte. Oder dass Arbeitgeberpräsident Murmann die soziale Flankierung der Umstellung in der DDR für nötig hielt. Und zwar mit Finanzhilfe durch die Bundesbürger. Was Modrow mit nach Hause nimmt, war vorher bekannt und wurde heute vom Bundeskabinett beschlossen. Der knapp 7 Milliarden Mark schwere Nachtragshaushalt kommt allerdings nur zum Teil der DDR zugute. Denn darin sind unter anderem auch die höhere Beamtenbesoldung, 150 neue Beamtenstellen und einige Millionen mehr für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung enthalten. Immerhin, unter dem Strich werden mehr als 3 Milliarden Mark zusätzlich in die DDR fließen. Für 2 Milliarden davon steht der Verwendungszweck noch nicht fest. Dass dennoch Grund zur Hoffnung besteht, meinte anschließend Bundeswirtschaftsminister Helmut Hausmann. Die Bonner Kredithilfe wird seiner Ansicht nach noch in diesem Jahr zur Gründung von 100.000 neuen Unternehmen in der DDR führen. Wenn wir einen vorsichtigen Faktor von 3 Beschäftigten ansetzen, werden das in diesem Jahr 1990 300.000 neue Arbeitsplätze in der DDR. Und dies, so Hausmann, sei eine wirksamere Soforthilfe für das andere Deutschland als ungebundene Finanzhilfen. Die Soforthilfe hätte Modrow gleichwohl lieber in bar gehabt. Doch auch Finanzminister Theo Weigel lehnte kühl ab. Von Annäherung oder gar Einigkeit war nichts zu spüren. Das Problem des Solidarbeitrages, den uns der runde Tisch auch noch mal als Regierung mit auf den Weg gegeben hat, über den bereits in Dresden gesprochen wurde, blieb unser Thema, es blieb unbeantwortet. Weigel verwies auf den Nachtragshaushalt. Das ist das, was jetzt stattfinden kann. Ich bin sehr dafür, eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung anzustellen auf 5 oder 10 Jahre und die Subventionen für die Teilung den Investitionen für die Einheit gegenüberzustellen. Ich meine, das Letztere ist für uns wichtiger und letztlich sinnvoller. In konkreten Zahlen lässt sich das Besuchsergebnis nicht ausdrücken. Auch wenn an der Währungsunion jetzt gearbeitet wird, und dies ist aus Bonner Sicht der wesentliche Fortschritt, in der DDR-Delegation war die Enttäuschung groß, auch bei den oppositionellen Ministern. Mit einer Ausnahme, Rainer Eppelmann vom Demokratischen Aufbruch, gestern noch unzufrieden, sprach heute plötzlich von einem vollen Erfolg. Er blieb der Einzige. Die deutsch-deutschen Verhandlungen waren schwierig, die Stimmung oft schlecht. Und zumindest die Schwierigkeiten werden nach Bonner Erwartung noch eine Weile bleiben. Als die Ostberliner Delegation nach Hause flog, lag hinter ihr die Begegnung mit einer marktwirtschaftlichen Grundregel. Wer die Musik bezahlt, bestimmt auch die Melodie. Anders als zunächst geplant, hat der Staatsrat der DDR es abgelehnt, die durch Ergebnisfälschung ins Gerede gekommenen Kommunalwahlen vom 7. Mai vergangenen Jahres für ungültig zu erklären. In einer heute in Ostberlin veröffentlichten Stellungnahme heißt es, die Manipulationen in verschiedenen Städten und Gemeinden seien beschämend und zu verurteilen. Eine Annullierung der Wahlen würde weitreichende Konsequenzen für Beschlüsse haben, die die Kommunalvertretungen seitdem gefasst hätten. Auf Basis dieser Beschlüsse seien aber auch Rechte und Pflichten von Bürgern begründet worden. Die 4 Siegermächte haben den Deutschen grünes Licht für die Einheit gegeben. Auf der Außenministertagung von NATO und Warschauer Pakt im kanadischen Ottawa vereinbarten sie einen Konferenzfahrplan, der nach dem Willen der Bundesregierung bis zum Herbst zum Ziel führen soll. Demzufolge beginnen Bonn und Ostberlin gleich nach der Volkskammerwahl am 18. März mit Gesprächen über interne Fragen.
Anschließend sollen die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion gemeinsam mit der Bundesrepublik und der DDR die außenpolitischen Gesichtspunkte erörtern. Die Ergebnisse schließlich sollen dann im Herbst einem KSZE-Sondergipfel vorgelegt werden. Mit diesem Konzept schwenkten die vier Mächte auf die Linie von Bundesaußenminister Genscher ein. Auf dem Rückweg von Ottawa machte Genscher Station in London. Als Außenminister Genscher in Downing Street No. 10 eintraf, waren bereits wesentliche Bedenken der britischen Regierung über das Tempo auf dem Weg zur deutschen Einigung zerstreut worden. Denn in der Nacht zuvor hatten sich die Außenminister der NATO und der Warschauer Paktstaaten in Ottawa darauf geeinigt, dass in der sogenannten 2+4-Gruppe die Schritte zur deutschen Einigung verhandelt werden sollen. Zwei, das sind zunächst die beiden deutschen Staaten, plus vier, das sind die Alliierten. Die britische Premierministerin schien diesmal ihrem Außenminister zuzustimmen, der bereits in Ottawa gesagt hatte, dies sei der richtige Weg zur deutschen Einigung. Nach knapp anderthalb Stunden erschien zwar nicht Margaret Thatcher mit ihrem Gast vor der Tür, aber Außenminister Douglas Hurd versicherte, dass die Premierministerin über diese Entwicklung erfreut sei. Natürlich habe Großbritannien immer die deutsche Einigung entsprechend den eingegangenen Verpflichtungen unterstützt. Daran gab es gar keinen Zweifel. Aber wir machten uns seit langem Sorgen, dass dafür ein Rahmen fehlte, in dem analysiert und diskutiert werden kann, welche Auswirkungen die deutsche Einigung auf die europäische Sicherheit und die NATO haben wird. Ich glaube, dass die Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR außerordentlich befriedigt sein werden über das klare Bekenntnis, dass die Premierministerin des Vereinigten Königreichs zur deutschen Einheit, zur Unterstützung der deutschen Einheit hier abgegeben hat. Als siebter Staat will Polen an der Deutschlandkonferenz teilnehmen. Entsprechende Forderungen meldete Ministerpräsident Mazowiecki heute in London nach einem Gespräch mit Premierministerin Thatcher an. Die polnischen Sicherheitsangelegenheiten könnten nicht durch Stellvertreter gelöst werden, zumal die Bundesrepublik in der Grenzfrage noch keine endgültige Haltung eingenommen habe. Die Bundesregierung hat diese Forderung umgehend zurückgewiesen und sie als nicht sinnvoll bezeichnet. In Ottawa sind NATO und Warschauer Pakt in Abrüstungsfragen einen großen Schritt weitergekommen. Die USA und die Sowjetunion vereinbarten einen Abbau der in Mitteleuropa stationierten Truppen auf jeweils 195.000 Mann, so wie das US-Präsident Bush vorgeschlagen hatte. Außerdem kamen sie überein, künftig Aufklärungsflüge zur Inspektion auf ihren jeweiligen Territorien zuzulassen. Nach dieser Einigung wird bei den Wiener Verhandlungen über konventionelle Streitkräfte in Europa jetzt ein schneller Abschluss erwartet. Staats- und Parteichef Gorbatschow hat vor dem obersten Sowjet in Moskau ein Gesetz angekündigt, mit dem ethnische Unruhen bewältigt werden können. Dieses Gesetz solle unter anderem gegen die Nationalisten angewendet werden, die in Tadschikistan Gewalttaten provoziert hätten. Ein unprogrammgemäßes Gedenken. Mitten in der heutigen Sitzung des obersten Sowjets erzwingen Abgeordnete eine Totenehrung. Allen Toten soll sie gelten, allen Opfern der blutigen Nationalitätenkonflikte. Der Anlass ist aktuell. Nicht die Diskussion um die Einführung eines mit großen Vollmachten ausgestatteten Präsidentenamtes bewegt die Abgeordneten. Sie haben diese Bilder aus dem fernen Tadschikistan im Kopf. Massenproteste in Dushanbe gestern. Panzer vor dem Regierungsgebäude. Ein Gerücht über die Aufnahme von tausenden armenischen Flüchtlingen brachte die überwiegend muslimische Bevölkerung auf die Straße. Es gab 37 Tote, über 140 Verletzte. Die Macht den islamischen Geistlichen. Auch solche Parolen waren zu hören. Die Armee schickte Verstärkung. Militärs beherrschen heute das Zentrum der Stadt, doch in den Randgebieten lodert der Aufruhr weiter. Nach letzten telefonischen Informationen aus der Stadt hat das Militär Dushanbe, dort ist es jetzt 1 Uhr nachts, noch unter Kontrolle. Dieser neue Aufruhr ist für Politiker wie Gorbatschow die Bestätigung, dass die UdSSR schnell einen starken Präsidenten braucht mit großen Vollmachten. Er muss das nicht unbedingt sein. Das Amt muss die Vollmachten haben. Und schnell muss es gehen. Diese Eile ist anderen Abgeordneten verdächtig. Und sie sehen keine Lösung darin. Wie wir einen Präsidenten wählen sollen, ohne die Zustimmung der Völker und Republiken, sagt der Abgeordnete Afanasiev, das ist mir unvorstellbar. Das löst unsere Probleme nicht. Erst einmal müssen wir einen Staat schaffen, in dem die Völker geregelt zusammenleben, bevor sie ihre Souveränität dem Präsidenten überlassen.
Möglicherweise mehr als 100 Menschen sind heute bei einem Flugzeugabsturz in der südindischen Stadt Bangalore ums Leben gekommen. Die Maschine kam aus Bombay. Etwa 50 Menschen sollen den Absturz überlebt haben, viele von ihnen schwer verletzt. Die Angaben über die Zahl der Toten schwanken noch zwischen 86 und 119. An Bord des erst im Dezember in Dienst gestellten Airbus A320 waren 7 Besatzungsmitglieder und 139 Passagiere, darunter angeblich auch Deutsche. Die Maschine prallte auf dem Flughafen von Bangalore etwa 50 Meter vor der Landebahn auf und brannte aus. Weshalb sie die Bahn verfehlte, ist noch nicht geklärt. Es war der erste Absturz eines Flugzeugs vom Typ Airbus A320 im Linienverkehr. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt schlägt immer mehr auf die Mieten durch. Nach dem neuen Wohngeld- und Mietenbericht der Bundesregierung stiegen sie im vergangenen Jahr um durchschnittlich 3%. Den stärksten Anstieg gab es mit 3,9% bei Sozialwohnungen. Vor diesem Hintergrund hatte das Bundeskabinett in Bonn beschlossen, das Wohngeld im Oktober zu erhöhen, um durchschnittlich 20 auf 170 Mark im Monat. Im Alter von 77 Jahren ist gestern Abend in Hamburg der Astronom und Physiker Heinz Haber gestorben. Haber wurde vor allem als Produzent für das deutsche und amerikanische Fernsehen bekannt. Zu seinen Hauptthemen gehörten Untersuchungen über den Sternenhimmel, Planeten und das Wetter. Seit 1955 verfasste er mehr als 350 wissenschaftliche Fernsehbeiträge. In zahlreichen Veröffentlichungen beschäftigte Haber sich auch mit der Entwicklungsgeschichte der Erde. Der französische Mineralwasserhersteller Perrier nimmt seine Flaschen jetzt weltweit vom Markt. Die Firmenleitung in Paris zieht damit die Konsequenz aus den Benzolrückständen im Perrier-Wasser, die vor einigen Tagen bei 13 Wasserproben in den USA entdeckt wurden. Daraufhin hatten neben den USA auch 5 europäische Länder den Vertrieb des Mineralwassers verboten. In der Bundesrepublik gilt seit gestern ein Verkaufsstopp für Perrier. Trotzdem fand die Gewerbeaufsicht in saarländischen Geschäften noch Perrier-Flaschen in den Regalen. Insgesamt rechnet Perrier mit 160 Millionen Wasserflaschen im Werte von umgerechnet etwa 60 Millionen Mark, die die Firma zurücknehmen muss. Und hier das Lotto, die Gewinnzahlen am Mittwoch, Ziehung A, 16, 20, 35, 39, 40, 49, Zusatzzahl 13 und Ziehung B, 12, 18, 34, 37, 40, 42, Zusatzzahl 33. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 6, 4, 7, 2, 3, 0, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 15. Februar. Die starke Bewölkung zog rasch über Deutschland hinweg, sodass am Tage Auflockerungen auftraten. Gleichzeitig ist das nächste Starkwolkenfeld vom Nordatlantik bis Westeuropa vorgedrungen und greift auf das Vorhersagegebiet über. Dieses Tief wandert mit seinen Ausläufern rasch ostwärts. Dabei ist zunächst gebietsweise milde, auf der Rückseite am Donnerstag und Freitag aber kalte Meeresluft wetterwirksam. Die Vorhersage für morgen. Zunächst stark bewölkt. Östlich der Weser und in den Gipfellagen des Berglandes Schneefall, sonst Regen. Im Norden vormittags rascher, im Süden im Tagesverlauf zögernder Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Regen und Schneeschauern. Tiefsttemperaturen zwischen plus 6 Grad im Südwesten und minus 2 Grad im Nordosten. Höchstwerte im Norden um 3, im Süden 5 bis 10 Grad. Im Norden mäßiger Wind aus östlichen, später nordwestlichen Richtungen. Sonst frischer bis starker Wind um Südwest mit abnehmenden Sturmböen. Die weiteren Aussichten: am Freitag wechselhaft und nasskalt mit Schnee, Regen und Graupelschauern. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin der deutsch-deutsche Gipfel, Ergebnis und Bewertung.